herzlich willkommen in der Kochwerkstatt. Heute gibt es was Besonderes. Es dauert auch etwas länger. Rosa gebratene Lammkeule mit mediterranem Gemüse. Lammkeule. Dauert eine gewisse Zeit. Muss man Freude zu haben. Aber fangen wir mal an. Was brauchen wir dafür? Natürlich das Lammfleisch. Bekommen Sie heute gut bei einem Metzger Ihres Vertrauens. Auch meistens schon im Knochen. Dazu Mirepoix-Gemüse, um die Soße herzustellen. Hier sind Kartoffeln bereits schon etwas angegart. Das Gemüse. Gemüse vom Markt. Einfach das nehmen, was man schön bekommt. Ob es nun Paprika ist oder Tomate, hier habe ich Aubergine ein bisschen drin, habe eine gelbe Paprika drin, eine kleine grüne Peperoncinis, rote Zwiebeln, Auberginen, also passt. Aber dazu gibt es noch schwarze Linsen. Schwarze Linsen, die wir nachher in diesem tomatisierten Gemüse einarbeiten. Wird ganz spannend. Hinterher auch noch gehackte Kapern dazu, Knoblauch hört immer dazu und natürlich unser Kräuterrepertoire bei Thymian und Rosmarin. Aber erstmal müssen wir anfangen mit der Lammkeule. Die dauert ihre Zeit, weil wir sie heute bei Niedertemperatur garen. Das heißt, wir wollen lange garen, kontinuierlich bei etwa 70 bis 80 Grad im Ofen. Was bedeutet einfach, dass es natürlich zwischen 4, 5 oder gar 6 oder gar 7 Stunden dauern kann, bis die Keule fertig ist. Aber trotzdem, wir fangen an. Gut. Wir arbeiten natürlich selbstverständlich mit einem guten Olivenöl dabei, braten die Keule an und das ist ganz wichtig, dass sie auch da Röststoffe bekommt. Wird nur gepfeffert, salzen machen wir später, also mit Meersalz. Hier haben wir ein Unterstück von der großen Keule, dass es also auch etwas schneller geht. Ist bereits schon fest, heiß, das ist wichtig. Und braten das Ganze an. Das ganze Lammkeule wird von allen Seiten angebraten. Wir nehmen sie dann raus, geben das Fett weg, weil wir dadurch andere Geschmacksstoffe haben. Geben dort etwas wieder Olivenöl rein. Braten dann unser Soßengemüse wie Karotte, Lauch und Sellerie an, das wir hier in walnussgroßen Form geschnitten haben. Tomatisieren das Ganze, löschen es mit einem Rotwein ab. Und zwar wiederum den Rotwein. Den wir nachher zum Hauptgang auch trinken, um die Harmonie zwischen der Soße und dem Wein zu haben. Gut, also das Ganze dauert jetzt hier etwa 4-5 Minuten, dass ich das anbrate und dann melde ich mich wieder. Richtig kross ist das Lamm, müssen wir jetzt rausnehmen. Ich hatte vorhin gesagt, wir nehmen das Fett also runter, weil der Geschmack einfach nicht so gut ist für das Gemüse. Wir nehmen dann etwas neues Olivenöl dazu und braten hier mal das Mirepoix-Gemüse an, also das Karotte, Lauch und Sellerie. Und walnussgroße etwas Knoblauch dazu. Dann hier zwei Rosmarin, noch einen zweiten dazu geben. Etwas Thymian, also was das Herz begehrt. Dann kommt etwas Tomatenmark dazu. Dreifach konzentriert. Etwas Pfeffer noch, zwar ein bisschen grober, Pfeffer. Das Ganze löschen wir jetzt mit Rotwein ab. Geben nun die Lammkeule oben drauf. Und schieben das Ganze bei 80 Grad ca. 3 bis 4 Stunden in den Ofen. Ja, unsere Lammkeule ist jetzt nur etwa 3-3,5 Stunden drin, bereit natürlich zu essen. Sie ist genau richtig auf dem Punkt, also langsam garen. Jetzt müssen wir erstmal das Gemüse machen. Das heißt also, auch da geben wir das in die Pfanne, etwas Olivenöl dazu. Knoblauch. Ich mache das immer so ein bisschen kropf auf, finde ich einfach spannender. Dann die ätherischen Öle einfach ein bisschen rauskommen lassen. Und Thymian. Ja. Dann schmissen wir dann einfach das ganze Gemüse an. Und da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen. Geht das einfach klack, klack. Und wird dann in sich geschmort. Das heißt, wir
wird das Ganze ein bisschen abgewürzt. Salz dazu. Und was passt besser dazu natürlich, indem wir es tomatisieren. Vorher machen wir noch die Kapern rein, ein bisschen gehacken. Salzkapern. Salzkapern bedeutet, dass sie nicht in der Lake sind, sondern im Meersalz liegen. Die finden wir heute auch schon sehr gut auf dem Markt. Schmecken wesentlich besser, haben ein besseres Aroma. So, und jetzt machen wir ein bisschen Tomatenmark dazu. Und löschen das Ganze mit etwas Lampfung ab. Und damit haben wir die Verbindung wieder zu diesem Gericht. Das heißt also Lamm. Soße haben wir dann gleich aus der Bresere und Lamm dort brät oder beziehungsweise gart. Jetzt haben wir hier das Gemüse, das leicht tomatisiert ist, mit der Lampfung und geben jetzt noch mal einige schwarze Linsen dazu. Sieht aus wie so kleine Kaviarkugeln. Spannend. Herrlich. Gut. Die Kartoffeln müssen wir nachher noch mal ein bisschen anders anbraten. Wir können sie auch noch ein bisschen dann unten drunter tun. Aber erstmal wollen wir hier das Gemüse garen. Und jetzt holen wir uns erstmal den Topf aus dem Ofen. Das ist nämlich ganz interessant. Lang und schmutzig. Und lang und altes Dauern. Lamm. Sehr schön. Gut. Jetzt müssen wir noch ein bisschen unsere Soße ziehen. Dann könnten wir das Gemüse auf die andere Seite tun. Gart es vor sich hin. Machen jetzt einfach mal, ob die Kartoffeln dann noch mal heiß wird. Geben hier aber ein bisschen restlichen Lampfen rein. Nehmen die Lammkeule praktisch raus, das Lammkeulenstück. Könnten das jetzt noch mal in den Ofen reinstelzen, aber das ist glaube ich auch nicht nötig. So, das Ganze wird jetzt auch noch mal aufkochen und reduzieren. Mal durchschwenken. Jetzt machen wir die Kartoffeln da noch rein. Die Kartoffeln auch nur so einen Kick. Wir sehen also auch, das Farbenspiel spielt eine Rolle. Die Soße muss reduziert werden. Aber ich würde sagen, die Keule, bevor die Soße ist, setzen wir nochmal 3-4 Minuten heiß. Dann melde ich mich wieder. Soße ist reduziert, das Gemüse ist gar. Und jetzt muss was passieren. Passieren? Hier ist nichts passiert? Nein, wir passieren die Soße. Das ist der Joint. Also, durch ein feines Sieb gehen wir das Ganze durch. Ein bisschen nochmal hier rum. Sehen das, wie schön das ist? Ja. Das ist für später. Sehr gut. Können wir hier das Gemüse reintun. Und dann wird angerichtet. Lammkeule raus. Soße reduziert und ab geht's. Wieder schön in die Mitte. Aufgehäuft. Noch in Seiten. Wieder eine Farbenpracht. Einfach immer daran denken, wenn man einkauft, beim Einkaufen ist, was kommt an Farben dazu? Ja? Hier noch ein bisschen was Grünes da rein. So ist es auch fertig. Jetzt brauchen wir nur noch Lamm aufzuschneiden. Zart. So, dann kommt natürlich auch etwas Kräuterchen da noch dazu. Muss sein, muss sein, muss sein. Soll ja ein Farbenspiel haben. Und ein kleiner Zweig vielleicht von Rosmarin. Und
Thymian. Etwas Soße dran und schon haben wir unseren Lammkeulchen fertig. Etwas von oben runterlaufen lassen. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit mit meiner rosa gebratenen Lammkeule, mediterranen Gemüse mit schwarzen Linsen.